der im Feuer das Urelement allen Seins sah, ja, der betrachtet das Feuer als Urelement. Und für ihn ist die Geschichte ein Aus, es gibt Dunkel, es gibt Tag und es gibt die Nacht. Und die Gottheit, die am hellerlichten Tag zu sehen ist, die Sonne, ist ja von uns aus gesehen genauso groß, uns erscheint sie genauso groß als Scheibe, wie die Gottheit, die über die Nacht regiert, der Mond, ja. Das ist auf jeden Fall ein ganz spannendes Phänomen. Also die 2 drückt Dualität aus. Wo die 2 auftaucht, numerologisch gesprochen, gibt es einen bipolaren Gegensatz, der sich ergänzen kann, ja. Und interessanterweise, eins der ältesten Vorstellungen, wie man Geschichte betrachtete, worum es in der Geschichte geht, stammt ja unter anderem auch vom Heraklit, der im Feuer das Urelement allen Seins sah, ja, der betrachtet das Feuer als Urelement, und für ihn ist die Geschichte ein Ausatmen des Feuergeistes und ein Einatmen. Ausatmen, einatmen. Das macht für ihn Geschichte aus, diese grundlegende Bewegung, ja. Es wird Tag, es wird Nacht, es wird hell, es wird wieder dunkel. Also die 2 ist etwas, was wir jeder wahrnehmen können über unsere Sinne, ja. Diesbezüglich, wenn wir den Kreis eben teilen, haben wir hier einen oben und einen unten. Ja, wir haben oben und unten. Und der Baum bildet es wunderbar ab. Wir sehen den sichtbaren Bereich für uns und den unsichtbaren Bereich, der ist für uns nicht sichtbar, aber genauso groß und genauso bedeutend für den Baum. Er ist unterhalb der Erde. Überhalb des Horizonts sehen wir den Stamm mit den Ästen, unterhalb des Horizonts das große Wurzelwerk, was fest in der Erde wurzelt. Oben der Geist, unten die Materie. Überall finden wir diese Dualität und dieser Gegensatz von Geist und Materie ist ein ganz, ganz wesentlicher, ja. Und selbst in uns Menschen ist das ja veranlagt, die Dualität. Nicht nur, dass wir geschlechtlich sind, ich zum Beispiel habe das männliche Geschlecht, du hast vielleicht das weibliche oder das männliche, aber in der Regel haben wir Menschen jeder ein eigenes Geschlecht, also wir gehören einem Geschlecht an. Und nicht nur, dass wir einem Geschlecht angehören, nein, wir haben selbst diese Dualität wieder in uns, ja, in unserem Gehirn. Es gibt eine rechte Gehirnhälfte und eine linke Gehirnhälfte und beide verfügen über verschiedene Funktionen. Die linke Gehirnhälfte steht für das ganze Analytische, also wenn wir Mathematik, Zeit etc. alles quantitativ anschauen, dann bedienen wir uns der linken Gehirnhälfte. Logik gehört dazu, ja. Oder dass wir Dinge benennen können oder dass wir schreiben. Das zählt alles quasi zur linken. Und wenn wir über die rechte Gehirnhälfte verfügen, dann sind wir mehr im kreativen Element. Gerade solche Sachen, wie wir jetzt besprechen, da brauchen wir unsere rechte Gehirnhälfte dazu, wenn wir Dingen eine Qualität zuweisen wollen. Musik, Kunst, Intuition, Erleuchtung zum Beispiel, ja. Alles solche Sachen, da brauchen wir die rechte Gehirnhälfte. Also wir haben quasi die Zweiheit in uns selbst vereint. Und das ist ja wichtig, dass wir die Einheit in uns letztlich realisieren. Okay, nochmal ganz kurz zusammengefasst. Wenn wir den Kreis durch einen Strich teilen in 2 Hälften, haben wir einfach ein Unten und ein Oben. Ja? Und wenn wir dann nochmal einen Strich durchziehen, da haben wir 4 gleiche Teile. 4 gleiche Teile. Das Kreuz, was zu sehen ist. Und die 4, diese 4 steht ja für eine Ganzheit in gewisser Weise. Und diese 4 lässt sich ja wahrnehmen, zum Beispiel in der Natur, vor allen Dingen hier in Mitteleuropa, lässt sich feststellen, dass wir 4 Jahreszeiten haben. Ja? Dass wir Winter, Herbst, Sommer und Frühjahr haben, wenn wir das jetzt mal rückwärts aus betrachten. Zum Beispiel, ja. Die Vierheit ist was total Elementares, was sehr, sehr wichtig ist. Zum Beispiel finden wir das dann auch in den 4 Elementen, die hier in Europa ja eine Ganzheit darstellen. Und gerade in der Astrologie, was ganz, ganz wichtig ist, sind ja ein Grundbaustein. Feuer, Wasser, Erde, Luft. Ja? Warum rede ich jetzt über diese Dinge? Das wird sich uns gleich erschließen. Ich führe hier einfach ein wenig etwas voran, was es dann einfach leichter macht, das Spätere zu verstehen. Wir denken an die 4 Himmelsrichtungen. Das ist auch was ganz Wichtiges, wo wir die Vierheit wiederfinden. Ja? Ein anderer Punkt,
ist die Drei. Ja, die Drei, die Facette der Drei ist etwas, was du wiederfindest in Körper, Seele, Geist. Aber eine andere Dimension, die für unsere Betrachtung sehr, sehr wichtig sind, hier ist nochmal die Farben, ja, die drei Farben. Mit drei Farben wird die ganze Welt farbig. Ja. Blau, Gelb und Rot sind die Grundfarben. Alle anderen Farben werden aus diesen drei Farben gemischt. Weiß und Schwarz sind ja keine Farben. Und was wichtig ist, in der 3, da finden wir nämlich so einen Dreischritt wieder. Die 3 hängt mit der Zeit zusammen. Das ist nämlich ganz wichtig für die Theorie, wenn wir vom dritten Zeitalter sprechen. Zum Beispiel, wenn wir an Zeit denken. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Ja? Es gibt das Jetzt und es gibt ein Davor und ein Danach. Zeit ist etwas, was wir dreifaltig uns denken. Ja? Eine Sache hat einen Anfang, eine Mitte und ein Ende. Natürlich können wir das noch viel mehr unterteilen und es macht auch Sinn, das mehr zu unterteilen letztlich. Aber das Prinzipielle von der Zeit ist, dass es ein Dreifaltiges hat. Und Entwicklung ist auch von ihrem Wesen her dreifaltig. Ja? Da gibt es eine These, ich behaupte einfach jetzt mal was. Heute hatten wir schönes Wetter. Ja, da kommt mir einer entgegen, der mir eben was anderes sagt. Der sagt, heute ist es nicht schön. Und die Lösung, die ideale Lösung liegt darin, dass wir eben These und Antithese zusammenfassen und zu einer Lösung eben kommen, zu einer Synthese. Ja? Das ist das Prinzip der Entwicklung, gründet immer das, was auftaucht, dann gibt es etwas, was entgegenkommt. Ja? Dualität, erst ist eins. Die eins, ein Geist formuliert sich, eine Idee tritt auf. Dann kommt das zweite, genau das andere, ja? Dualität. Wenn jetzt der Mann das Erste ist, ist vielleicht die Frau als Zweites gekommen, so erzählt ja die Bibel. Vielleicht war es genau andersrum. Zuerst war die Frau da und dann der Mann. Ist ja wurscht, wer jetzt die These und wer die Antithese ist. Aber es gibt etwas und dann gibt es jetzt etwas, was genau entgegengesetzt ist und beides zusammen bilden die Synthese. Ja? Das ist nämlich wichtig für unsere Überlegung, die ich dann gleich noch näher erläutere. Dieser Dreischritt, den finden wir dann auch in den wichtigsten Geschichtstheorien wieder. Zum Beispiel, es gibt diesen Unbewusst, erst ist was unbewusst, irgendwann erwacht das Kind, und das werde ich dann auch gleich noch näher erläutern, es findet zu Selbstbewusstsein und irgendwann wird es vielleicht sogar überbewusst. Also die Dreiheit ist ein Ausdruck dafür, für Entwicklung, für Zeit. Und da gibt es auch ein ganz wichtigen Denker im Christentum. Der hat 1130 bis 1202 gelebt und er ist für die Geschichtsphilosophie, also was ist der Sinn der Geschichte, ein ganz, ganz wichtiger Denker. Der hat da eine Idee reingebracht, nämlich, dass die Geschichte dreifaltig ist. Und das werde ich jetzt gleich mal aufzeigen, näher, dass da eben wirklich was dran ist. Er hat das natürlich christlich formuliert, weil im Mittelalter waren ja die Geistlichen alle im Christentum beheimatet und er hat gesagt, Geschichte ist etwas, was drei Zeitalter beinhaltet. Es gibt ein Zeitalter des Vaters. Ein Zeitalter des Vaters war nur einer heilig, nämlich der Vater. Ja? Es gibt ein Zeitalter des Sohnes, das eingeleitet worden ist. Dieses zweite Zeitalter ist eingeleitet worden mit Christus. Ja? Und dann gibt es noch ein Zeitalter des Heiligen Geistes. Und das ist was, was die Christen immer wieder erwarten, dass wir diesem Zeitalter, dass das jetzt bald anbricht. Und diesem dritten Zeitalter geht der Antichrist voraus. Also im Laufe des zweiten Zeitalters, in dem wir uns jetzt befinden, weil Christus vor 2000 Jahren erschienen ist, kommt irgendwann mal der Antichrist und mit dem Antichrist wird die Endzeit eingeläutet, ja? Und als Folge dessen kommt dann Christus wieder, der dann das Zeitalter des Heiligen Geistes einläutert. Ich werde dann gleich jetzt nochmal das näher aufzeigen. Hier habe ich das nochmal grafisch für uns dargestellt im Kreis, ja, im Kreis, da haben wir das Zeitalter des Vaters als erstes Zeitalter, dann kommt das Zeitalter des Sohnes. Ja, wir können ja Dreiheiten sehr gut im Kreis darstellen. Und als drittes kommt das Zeitalter des Heiligen Geistes. Und die Christen erwarten
Christus wieder, mit dem beginnt das Zeitalter des Heiligen Geistes. Das ist eben etwas, wo der Heilige Geist sich in den Menschen niederlässt. In gewisser Weise im Zeitalter des Vaters ist einer heilig, der Vater. Im Zeitalter des Sohnes sind einige wenige heilig, die sogenannten Gottessöhne. Das können natürlich auch Frauen sein, eben die ihre Heiligkeit erlangen. Ja? Aber im Zeitalter des Heiligen Geistes wirst auch du heilig, da sollen alle heilig werden. Da soll dieses Moment der Heiligkeit über den Menschen kommen. Okay, das war jetzt erstmal ein kurzer theoretischer Teil, der jetzt bringe ich die Astrologie mit ein wenig durch Bilder noch näher erläutert wird. Der Tierkreis, die Astrologie, ich denke, wir kennen sie alle, mehr oder weniger, ja, die 12 Zeichen. Da drückt sich ja diese Dreiheit und diese Vierheit drückt sich ja in den 12 Tierkreiszeichen aus. Deswegen ist es meines Erachtens so ein vollkommenes Symbol, dieser Tierkreis. Er beschreibt das Werden. Hier haben wir quasi einen differenzierteren Blick, wie sich diese Bewegung, ja, der Kreis ist das Symbol des Werdens. Irgendwann beginnt etwas. Und es entwickelt sich, entfaltet sich und wenn er sich wieder in den Schwanz beißt, quasi, wenn der Kreis sich schließt, kommt etwas zu Ende. Und der Tierkreis schaut einfach diesen Prozess, teilt er in 12 Zeichen eben ein. Am Anfang ist der Widder, Stier folgt, Zwilling folgt, Krebs folgt, Löwe folgt, etc., bis der Fisch wieder in den Widder übergeht. Und das mal kurz aufzuzeigen. Hier haben wir auch wieder die zwei quasi, ja, die zwei. Wir teilen einfach den Tierkreis in eine untere und eine obere Hälfte. Alle, die ein wenig Astrologie kennen, die wissen ja, dass es da einen gewissen logischen Zusammenhang gibt. In gewisser Weise, ja. In den ersten 6 Zeichen baut sich eine Form ab. In den nächsten 6 Zeichen baut sich ein Geist auf, ja. Also in den ersten unteren 6 Zeichen baut sich eine Form auf. Im Widder beginnt etwas. Im Stier gewinnt es an Form, an Kraft, im Zwilling. Hier haben wir Feuer, Erde, Luft, Wasser, Feuer, Erde. Im Aufbau haben wir zweimal Erde und zweimal Feuer, einmal Luft und einmal Wasser. Im Aufbau des Geistes haben wir zweimal Wasser und Skorpion ist eher doppelt Wasser, also dreimal Wasser. Dann den Wassermann ist die Luft und die Waage ist die Luft und dann haben wir nur einmal den Steinbock, die Erde und einmal den Schützen. Wird das Ganze neu gestaltet, es geht in den Raum hinein, etc. Aber ich gehe dann gleich nochmal ein wenig genauer darauf ein. Ich will das bloß kurz aufzeigen, die zwei eben, ja, der Tierkreis. Luft und Wasser. Mein Aszendent ist Schütze, meine Sonne ist im Skorpion, mein Merkur ist in der Waage. Und mein Mond ist in Zwillingen. Mein Mars und meine Venus sind in der Jungfrau. Mein Mondknoten ist in Zwillingen. Den Rest habe ich vergessen. Teilt sich in zwei Hälften, in eine obere Das sind ja die schnellen Planeten. Und um die geht's ja. Na? und eine untere Hälfte, ja. Unter dem Horizont eine Hälfte, über dem Horizont die andere Hälfte. Wir können auch sagen, hier baut sich etwas auf, dann genau in der Mitte, ja, in der Mitte ist der Höhepunkt und dann baut sich wieder etwas ab. Der Kreis schließt sich dann wieder. Hier wird es ganz leer. In diesem Punkt und es beginnt sich wieder aufzubauen und wieder abzubauen. Frühjahrs Tag-Nacht-Gleiche, Herbst Tag-Nacht-Gleiche. Es ist eine Logik, die der Astrologie, Hobby, wir arbeiten gut zusammen. die in der Astrologie steckt, ja? Wenn wir das Ganze durch vier teilen, Aszendent, Sonne, Merkur. Jetzt noch was, da war auch noch was. haben wir vier Quadranten, a3 Zeichen. Ja, die ersten 3 Zeichen, die nächsten 3 Zeichen, sodass wir 3 mal 4 macht insgesamt 12. So, nun kommen wir jetzt zu einem ganz wichtigen Schritt, ja? Es geht ja um das dritte Zeitalter.
Es geht um das dritte Zeitalter, und wenn wir die drei Zeitalter als ein Ganzes fügen, haben wir genau den Kreis, oder andersrum gesagt, wenn wir den Kreis uns genauer anschauen, in drei Teilen. Alles klar. Alles klar. Schon wahr. Nur gut, dass der Aszendent schon in der 3 ist. Die Omi, meine Omi, die noch lebt, ist da. Der Obi, der noch lebt, ist dort. Mein Bruder ist da. Also der König, weißt du. Teilen können wir sagen, es gibt einen ersten Teil, der umfasst genau 4 Zeichen. Es gibt einen zweiten Teil, er umfasst genau 4 Zeichen. Und es gibt einen dritten Teil, er umfasst auch wiederum 4 Zeichen. Das Spannende ist, wir wissen ja, 4 ist die Ganzheit. 4 Elemente machen ein Ganzes aus. Ja? Und jedes dieser 3 Teile umfasst genau diese 4 Elemente. Es beginnt immer mit Feuer. Der erste Drittel dieses Tierkreises beginnt mit Widder, Feuer. Das zweite ist Stier, Erde. Das dritte ist Zwilling, Luft. Das vierte ist Krebs. Ja? 4 Elemente, ein Ganzes. Dann schauen wir den zweiten. Ja, mein Papi ist Widder und meine Mami ist Jungfrau. Papi und Mami machten zuerst die Waage und danach machten Papi und Mami nochmal den Skorpion, mich. Ne? Dieses zweite Drittel an. Und hier Opi plus Omi machten zusammen sie, meine Mami. Und dann haben wir hier noch eine Omi und noch einen Opi, den habe ich auch nie kennengelernt, ja. Die machten zusammen den Papi. Und noch die Tante. Als erstes kommt wieder Feuer, Löwe. Das zweite ist Jungfrau, Erde. Das dritte ist Waage, Luft. Das vierte ist Skorpion, Wasser. Wieder. Damit wird dann alles René gewaschen. 4 Elemente, wieder eine Ganzheit. Die zweite Ganzheit ist vollendet. Und jetzt haben wir noch ein letztes Drittel. Wieder Schütze, Feuer, Steinbock, Wasser. Ich sehe, ich nütze, ich weiß, ich glaube, ich bin, ich habe, eigentlich. Aber ich habe letztens gelesen, dass das ich habe. Egal. Ich denke, ich fühle, ich will. Mann. Ja, ich analysiere, ich gleiche aus, ich begehre, ich sehe, ich nütze, bla bla bla. Ist Luft, Steinbock ist Erde, Wassermann ist Luft und Fische sind Wasser. Sodass der Tierkreis eine dreifache Abfolge der 4 Elemente ist. Die 4 Elemente kommen insgesamt 3-mal vor. Ja. 3 Ganzheiten gibt's. Also diese 3 Teile stellen etwas Ganzes dar. Es ist logisch. Es ist einfach logisch zu sagen, dass der Tierkreis aus 3 Dritteln besteht, aus 3 Zeitaltern. Er bildet in gewisser Weise 3 große Zeitalter ab. Es gibt quasi etwas Logisches in diesem Ganzen, ja? Weil jedes Zeitalter selbst aus 4 Elementen besteht, aus 4 Teilen, die wiederum ein Ganzes darstellen. Ja? Wir erinnern uns ganz kurz, 4 Elemente machen ein Ganzes aus. Das habe ich einfach hier auch nochmal aufgeschrieben, einfach, ja. Hier die Elemente, Feuer, Erde, Luft. Und das erste, Widder, Stier, Zwilling, Krebs. Das zweite, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion. Und das dritte Ganze, das dritte Zeitalter, macht dann Schütze, Steinbock, Wassermann und Fische aus. Und wenn ich hier von den 3 Zeitaltern schon spreche, dann könnt ihr schon da denken oder davon ja ausgehen, dass ich annehme, dass die Geschichte, das, was wir hier auf Erden erleben, das, worum es hier eigentlich auf Erden geht, im Tierkreis, vom Tierkreis beschrieben wird. Ja? Und das werde ich jetzt gleich mal aufzeigen. Wenn du natürlich ein bisschen Astrologie kannst, hast du vielleicht die kleinen Vorteile. Ansonsten erkläre ich die Zeichen einfach und wie sie sich ausgedrückt haben in der Geschichte. Natürlich, wenn ich die Zeichen beschreibe, können manche Menschen, die in dem Zeichen geboren sind, sich drin wiederfinden. Aber bitte, ich spreche jetzt von dem Zeichen und nicht von den Menschen. Ja? Wir Menschen, wenn wir geboren werden, irgendwo steht unsere Sonne zum Zeitpunkt unserer Geburt innerhalb des Tierkreises. Und das ist das Zeichen, was wir gewöhnlich als Sternzeichen benennen. Ja? Als ich geboren wurde, bin im März, am 16. März, dann stand die Sonne im Tierkreiszeichen Fische. Und deswegen sage ich, ich bin im Sternzeichen Fische geboren.
Wenn ich jetzt die Tierkreiszeichen aber beschreibe, dann hat das weniger eine Aussage für den Menschen selbst, der dann zu diesem Tierkreiszeichen gehört, sondern mehr beschreibe ich die Kraft, wie sich das Tierkreiszeichen als Qualität, als Idee im platonischen Sinn, ja, als Wirkkraft im Menschen äußert, in der Menschheit äußert. Ich gehe dann gleich mal drauf ein, wie im goldenen Zeitalter. Das kommt dann noch, ja. Fiore, nehmen wir einfach mal, was Fiore gesagt hat und tragen wir das in den Tierkreis ein. Der hat gesagt, es gibt drei Zeitalter. Ordnen wir einfach mal das Zeitalter des Vaters zu den ersten hin. Das Zeitalter des Sohnes wird geboren mit Löwe, ja. Der Löwe gebiert quasi das zweite Zeitalter, oder mit dem Löwen gebiert sich das zweite Zeitalter und im Schützen gebiert sich das... Ich bin aus einem Schützen, mein Liebster ist aus einem Steinbock. Ich bin Mondzwillinge, mein Liebster hat Mond und Widder. Ich bin Sonne, Skorpion, mein Liebster ist Sonne, Stier. Dritte Zeitalter. Mein Bruder, ja, der König, ist Sonne, Steinbock. Und Aszendent Stier. Ja? Und Mond Widder. Aber ich zeige das dann gleich. Später gehe ich da nochmal genauer drauf ein. Wir schauen uns mal die Zeichen jetzt ein. Ja? Ein ganz wichtiger Gedanke, den möchte ich eben noch heranziehen, voranstellen. Wenn wir hier den Kreis sehen, wir betrachten ja mal diesen als ein zweidimensionales Gebilde. Wir sehen einfach einen Kreis, der ist platt. Ja? Aber wenn wir mal eine 3D-Ansicht machen quasi, dann schaut es ganz anders aus. Entweder sagen wir, ein Kreis ist das, Tierkreis ist diese linke Variation, ja, wo sich das Ende in den Anfang quasi beißt, ja, wie die Schlange sich in den Schwanz beißt, also der Hund in den Schwanz sich beißt, so schließt sich der Kreis. Oder aber wir betrachten den Tierkreis als Spirale, weil von oben betrachtet, aus als Feder, als Sprungfeder. Der Vogelperspektive sind beide ein Kreis zu sehen. Beide Phänomene betrachten wir als Kreis. Aber wenn man den von der Seite... Oder als Flugfeder im übertragenen Sinne. Sprach der Apfel im Mund. Den sehen wir einerseits wirklich einen Kreis in dem Sinn, andererseits eine Spirale. Ich ernähre mich von Abfall. Also das, was abgefallen ist vom Baum. Und ich heißt Apfel. Fell. Den Tierkreis als Spirale. Dabei betrachte ich natürlich nicht den Fisch als höchstes Zeichen. Nee, ich sehe das immer wieder. Geht immer höher und immer höher. Kolby, du bist am 16.03. geboren. Mein Obi ist am 18.03. geboren. 31. Du weißt total viel, was der mir beibringen könnte. Ich lerne von dir anstelle von Tim. Der ist im Heim, der ist, dem geht's gut. Anders kann es nicht sein. Wenn man einmal die Runde um hat, beginnt wieder der Witter und beginnt wieder einen höheren Witter. Sodass es in die Unendlichkeit hineingeht. Es gibt kein höchstes Zeichen. Das möchte ich hier nochmal voranstellen, nicht dass der Eindruck entsteht, ich bewerte den Fische mehr als ein anderes Zeichen oder wiederum. Ich möchte bloß einfach eine Logik aufzeigen. Kohlenhydrate. Ich könnte auch noch einen anderen Webinar machen, den du einfach mal rückwärts erklären. Da lasse ich das Ganze mit dem Fischen beginnen und den Witter enden und dann haben wir das Ganze rumgedreht und der Witter ist das höchste Zeichen. Nun möchte ich aber einfach mal, um das verständlich rüberzubringen, beginne ich einfach mit dem Witter. Da beginnt es ist das erste Zeichen, es ist die Eins, ja. Eine Idee wird geboren, etwas tritt auf, es ist eine Urkraft quasi, die im Leben wirkt. Eine Urkraft, die im Leben wirkt, es leitet quasi den ersten Abschnitt ein, also das erste Zeichen gebiert sich, damit wird der ganze Kreis aufgeschlossen. Es geht eine Entwicklung los. Und wenn was geboren wird, denk einfach daran, wie ist das, als dein Sohn, als deine Tochter zur Welt kam, wenn du eine Frau bist, bist du auf jeden Fall dabei gewesen, wenn du keine Frau bist, bist du vielleicht dabei gewesen. Ich war dabei, etwas kommt zur Welt, es fängt an und schreit. Es ist eine Urkraft da, die einfach sich unmittelbar, ohne zu überlegen, einfach instinktiv äußert. Das ist Hegel, ein Philosoph hat das genannt,
Es ist ein Weltwille. Es ist einfach eine Kraft, die da ist und wirkt. Ja. Und so ist Witter in gewisser Weise der Mensch sehr unmittelbar, natürlich dadurch auch sehr ehrlich, aber eben dadurch eben auch vielleicht ein bisschen ja, hektisch. Ja. Also ich möchte immer in Bewegung sein, aktiv sein. Ich möchte auch, wie gesagt, gar nicht auf die Zeichen, wie sie sich in Menschen dann ausdrücken und beschreiben, sondern wie sie archetypisch eben zur Verfügung stehen. Und alles in der belebten Welt, alles was lebt, ist von dieser Witterkraft, dieser Urkraft des Lebens per se belebt. Sie ist unbewusst, unreflektiert, sie ist einfach da. Etwas wird geboren, es ist da. Es nimmt Raum ein, ja, es nimmt Raum ein und muss dann diesen Raum absichern. Dieses Überleben muss gesichert werden, es muss sich Nahrung beschaffen, um zu überleben. Also hier sprechen wir erst nicht der Evolution, von ganz primären, ja, von ganz primären Strukturen. Etwas wird geboren, etwas ist da, es kämpft in der Welt, damit es überlebt und es muss sich den Raum sichern. Es braucht einen Raum zum Überleben. Da ist es schon im Stier angelangt. Es schafft sich ein Revier, woraus es Sicherheit zieht. Aus Sicht der Evolution haben wir hier einfach einen Höhlenmenschen. Ein Mensch, der in der Höhle lebt, in einem ganz kleinen Sippenverband mehr oder weniger lebt, weil die Nahrungsmittelbeschaffung sein größtes Problem ist. Da geht es noch nicht darum, irgendwo klug zu werden, Schulen zu besuchen. Nein, da geht es einfach nur ums Überleben. Also es ist etwas, was vor zigtausend Jahren aktuell war. Kommen wir an das dritte Zeichen, aber das Ganze schon verständlicher. Hier fängt er an, Luftelement tritt auf. Ja? Erst hatten wir Feuer, Lebenskraft, Wille. Ja, dann kommt die Erde, fixe Erde, ich sichere mein Leben, ich lebe mit der Natur. Deswegen haben Stier auch so eine starke Naturverbundenheit, weil das, dieses Zeichen lebt mit der Natur, es zieht mit der Natur mit. Diese Menschen, die sind mit der Natur mitgegangen, die hatten meistens ein Sommerlager und ein Winterlager. Je nachdem, wo sie was zu essen gefunden haben, haben sie in diesen Lagern dann gelebt. Und da war es eben sehr wichtig, da war es extrem wichtig, dass sie rechtzeitig erkannt haben, wenn denn der Frühling losging. Weil wenn die zu spät ins Land gezogen sind, 2 Wochen zu spät, dann kann das oft schon für einige in der Sippe den Tod bedeutet haben, weil die Nahrungsmittel einfach nie ausgereicht haben. Ja. Und da kommt der Zwilling ins Spiel. Irgendwann mal fingen die Menschen an, den Himmel genauer zu beobachten. Zum Beispiel, da gibt es ja Beweise, Zeichnungen dafür, die sind mindestens 40.000 Jahre alt, ja, mindestens 40.000 Jahre alt, wo die Menschen Höhlenmalerei gemacht haben und wirklich dann, wo man sieht, die haben den Sternenhimmel beobachtet. Das sind ja Sternzeichen zu sehen. Das war notwendig für die Menschen, wie gesagt. Die mussten feststellen, wann kommt denn endlich der Frühling, weil wenn wir zu zeitig losgehen, dann ist dort, wo unser Sommerlager ist, noch nichts da und wir haben Hungerprobleme, ja. Gehen wir eher zu spät los, dann schaffen wir vielleicht den Absprung und die Nahrungs-, also den richtigen Zeitpunkt zu berechnen, der war überlebensnotwendig. Und das ist der Zwilling. Da tritt eine mentale Leistung auf, dass der Mensch sein eindeutig aus, ich sag mal, eine höhere Stufe dahingehend übernommen hat, dass er anfing zum Beispiel Höhlenmalerei zu betreiben, den Himmel zu beobachten, Erkenntnisse zu kommen und diese dahingehend zu nutzen, dass dadurch natürlich auch der Sippenverband ein wenig größer werden konnte. Zwilling ist die Kraft, dass man sich interessiert, dass man das Revier verlässt und rausgeht. Als die Zwillingskraft in der Menschheit sich realisiert hat, ist auch der Handel entstanden. Die Sprache hat sich ausgebildet. Man nimmt in etwa an, ja, so circa nehmen die Sprachwissenschaftler an, dass diese komplexe Sprache, die wir heute noch verfügen, natürlich haben wir heute viel, viel mehr Wörter als vor 40.000 Jahren, aber diese Komplexität der Sprache, also so wie die Sprache heute aufgebaut ist, dass das in etwa vor 40.000 Jahren so circa entstanden ist. Gleichzeitig ist eben die Höhlenmalerei entstanden und gleichzeitig findet man, dass sowas wie Handel eingesetzt hat. Also sprich, ich habe mich mit anderen Sippen getroffen, um Handel zu betreiben, um Dinge auszutauschen. Ich habe Speere vielleicht produziert und die hatten Töpfe, weil sie eben irgendwie Leben hatten, da wo sie lebten. Ja? Da lässt sich Handel nachweisen. Zwillingskraft. Ja.
Und hier haben wir eben Wandervolk, wie gesagt, die herumreisen, mit der Natur leben, aber eben dann auch schon mit der Natur sie erkunden und ja, schon ein intelligentes Denkvermögen, Luft, sich aneignen. Der nächste Sprung, der dann erfolgt, ja, also man lässt sich, man betrachtet nur die heutige Geschichte, die in den Geschichtsbüchern steht, vor allen Dingen, auf die beziehe ich mich jetzt. Sicher gab es schon zu anderen Zeiten Hochkulturen, die nicht in unseren Geschichtsbüchern enthalten sind. Auf die kann ich mich natürlich jetzt nicht beziehen, wenn ich Daten bringe. Ich beziehe mich immer auf das, worin ich auch die Daten finde, die ich eben sich in Büchern nachweisen lassen. Dann kommt in etwa 10.000 vor Christus eine Riesenrevolution findet in der Menschheit statt, die wir sowas wie neolithische Revolution nennen. Auf gut Deutsch, der Mensch ist sesshaft geworden. Irgendwann mal kam es zu dem Punkt, dass die Menschen gesagt haben, ich ziehe nicht mehr mit der Nahrung mit, sondern ich bleibe hier und ich löse das Problem der Nahrungsmittelbeschaffung. Also sprich, ich betreibe Ackerbau. Ob nun erster Ackerbau stattgefunden hat und dann die Sesshaftwerdung oder ob man erst sesshaft geworden ist und dann daraus Ackerbau betrieben hat, lässt sich nicht ganz eindeutig klären. Die meisten oder eine starke Denkweise geht oder eine Tradition geht davon aus, dass man den Ackerbau entwickelt hat und dann irgendwo gesagt hat, okay, ich kann jetzt überleben, ich löse die Probleme. Und das ist ein Wahnsinnsschritt, der erfolgt ist innerhalb der Menschheit. Weil man eben nie gesagt hat, ich weiche Probleme aus, ich gehe da mit. Nee, ich bleibe mal. Ich lasse mich mal auf was ein, auf diese Gegend. Ich lasse mich hier nieder. Ja, ich verwurzle hier mal. Deswegen brauchen Krebse so die seelische Basis, das feste Heim. Ja. Ich verwurzle mich hier und ich löse die Probleme, die da sind. Und das ist ja auch was, was der Krebsgeborene in der Regel immer wieder sich stellen muss. Ich löse die Probleme. Ich weiche nicht aus. Ich werde stark, indem ich die Probleme löse. Das ist der Krebs. Ich löse die Probleme. Und als der Mensch zum Problemlöser wurde, dann ist was Fundamentales eingesetzt dann. Wenn die ersten vier Stadien oder die ersten drei Stadien, sagen wir mal, ein paar hunderttausend Jahre sich abgespielt haben, dann findet jetzt mit der Sesshaftwerdung wirklich auch eine Zeitrevolution statt, weil die Abfolge jetzt relativ schnell erfolgt. Denn irgendwann dann mal gibt es, man nimmt an, natürlich gibt es auch schon viel länger Königreiche, aber ich sage ja einfach mal, der Löwe entstand so circa 3000 vor Christus, als für uns die Ägypter jetzt die ersten Königreiche gegründet haben. Und in der Zeit, dann mit der Zeit, sieht man, dass das Individuelle immer sichtbarer wird. Das wird immer sichtbarer in dem, was als Zeugnis überliefert wird. Also sprich Keramiken oder Statuen, die man angefertigt hat, ja. Die sahen immer alle gleich aus zu Krebszeiten und irgendwann mal bekam sie eine persönliche Note. Oder andersrum gesagt, der Übergang vom Krebs zum Löwen, das ist etwas ganz Fundamentales, weil dann sowas wie das Ich entstand, die Individualität. Der Mensch stellt sich nicht mehr auf die Sippe, auf die eigene Ahnenreihe, sondern er stellt sich auf sich selbst. Er begreift sich, dass er ein vereinzeltes Wesen ist. Es beginnt die Zwei. Er geht in die Dualität hinein, ja? Hier habe ich das mal oft geschrieben. Er geht in die Dualität hinein. Der Löwe ist die Geburt der Individualität. Er geht in die Dualität, in das Ich hinein. Ja, ist ja witzig, ne? Ich gehe in die Dualität, Individualität. Das ist so ein bisschen ein Wortspiel, ein wenig, ja? Er geht in das Ich bin hinein. Und das ist eine Zeit, wo dann auch Königreiche entstehen, wo Städte entstehen, wo dann auch wirklich rein mentale Abstraktionen entstehen, also Schrift entsteht zu dem Zeitpunkt. Kalendersysteme werden entwickelt. Ja. Wann es genau passiert worden ist, ich halte mich jetzt einfach mal an der klassischen Geschichte, wie wir sie an den Unis betreiben etc. an, dann ist es in etwa so vor 3000 vor Christus, ja, mit der Individualität, die entwickelt sich ab diesem Zeitpunkt immer stärker, kristallisiert die sich heraus. Diese Kraft des Ich Bins. Dass man sich auch begreift, ich lebe ja, ich sterbe ja also auch. Wo gehe ich denn dann hin? Diese Angst vorm Tode, die nimmt, als der Löwe in der Geschichte anfängt, sich zu realisieren, wird er auch nachweisbar.
im Sinne von, dass es einfach Gedichte gibt, die sich über solche Dinge Gedanken machen, eine Angst gibt, ja. Was passiert denn, wenn ich sterbe? Vorher waren die Menschen noch so eingebunden, da war dieses Ich noch nicht da. Da war das unbewusst. Man lebte mit den Ahnen zusammen. Wenn du stirbst, bist du einfach drüben im Ahnenland, ja. Der Mensch war noch nicht so im Ich selbst drin. Ja, man stirbt, aber ihn hat es nicht so gekümmert, weil dieses Ich noch nicht herausgefallen war. Es war noch eingebettet in etwas Ursprünglichen. Es ist noch unbewusst gewesen, der Mensch, ja. Das heißt nicht, dass er vollkommen geschlafen hat, er war wach, wie ein Kleinkind wach ist mit 2, 3 Jahren. Aber hat ein Kleinkind Angst vor dem Tod? Macht es sich Gedanken vor dem Tod? Natürlich, wenn es Gefahr spürt, dass es irgendwann am Abhang ist oder wie auch immer, weil da die Eltern das mal kurz außer Kontrolle gelassen haben, der mit dem Tod unmittelbar konfrontiert wird, dann ist was anderes. Von dem rede ich jetzt nicht. Ich rede von der Sorge, wenn man alles hat und drüber nachdenkt, ja, was passiert denn, wenn ich sterbe? Das ist etwas, kann es auftreten, wenn ich mir meines Ichs bewusst bin. Und das, sag ich mal, ist in die meisten, ja, vielleicht gibt es auch Ausnahmen, die allermeisten Kinder, die sich ihres eigenen Ichs nicht bewusst sind, ihrer eigenen Individualität nicht bewusst sind, die sorgen sich nicht um den Tod. Die leben einfach noch hinein. In der Regel sind die ja unbescholtener, glücklicher, freier, ja, weil sie sich noch nicht so um dieses Ich sich Gedanken machen. Was soll denn sein? Ist doch alles da. Es kommt doch alles von allein. Mama, Papa sorgen ja für uns. Diese Sorge um das Leben ist natürlich auch nicht so ausgeprägt gewesen. Ja? Als das Ich dann geboren worden ist, erlebt es sich als etwas von den anderen getrennt. Und das ist das, was man auch christlich gesprochen in gewisser Weise als Sündenfall benennen kann. Ja? Man fällt auf die Erde, identifiziert sich mit seinem Körper, mit seinem Ich, das sich als Getrenntes von allem erlebt und die Sorgen entstehen. Weil wenn ich mich als ein Vereinzeltes wahrnehme, das isoliert ist von den anderen, dann muss ich ja auch mich irgendwie selbst versorgen. Es ist eine Grenze gezogen worden zwischen Ich und der Welt. Das ist was die Romantiker, Novalis etc. bezeichnen, dass diese Grenze zwischen mir und dir, zwischen mir und der Welt, die ist künstlich, die ist gezogen, die ist in dem Moment entstanden, als ich mein Ich erfunden habe, als ich mein Ich bewusst geworden bin, als ich mir meiner selbst bewusst geworden bin. Und diese Grenze ist künstlich. Reiß sie nieder, sagen die Romantiker, ja? Reiß sie nieder, dann verschwindet die Sorge in dem Sinn. Na gut, kommen wir mal zur nächsten Stufe, damit ich auch ein bisschen in der Zeit bleibe. Jungfrau. Die Jungfrau, das lässt sich ziemlich genau, lässt sich das eruieren, wann die in der Geschichte auftrat, so circa 1. Jahrtausend vor Christus. Ich nehme so 500, 600, 700 vor Christus an. Jungfrau ist die kritische Reflexion. Die kritische Reflexion, die Selbsterkenntnis, das Hinterfragen. Warum ist es so? Warum gibt es die Welt? Wie schaut die Welt aus? Ja? Sicher gab es hin und wieder auch das einzelne große Geister, diese einzelnen Zeichen, diese einzelnen Qualitäten vorher schon in der Geschichte realisiert haben. Aber ich spreche immer von etwas, was dann nicht nur Einzelne gemacht haben, sondern um 600 vor Christus haben das viele, immer mehr Menschen gemacht. Immer mehr Menschen haben dieses Jungfräuliche in sich realisiert. Die Kraft des Hinterfragens. Ja, die Kraft des Hinterfragens, dass man alles verstehen will. Wie funktioniert denn das Ganze? Wie funktioniert das Internet zum Beispiel? Ja? Wie kann das sein, dass ich hier rede und du siehst mich auf der anderen Seite? Wie soll das gehen? Ja? Also, dass wir uns genau die Dinge anschauen und eben wirklich unseren Verstand gebrauchen. Dadurch entstehen dann Wissenschaften, dadurch entstehen Schulen, da kommt das alles in die Geschichte, alles in die Menschheit hinein. Ja? Dass man eben viele denkerische Leistungen, die daraus mit ergründen, also wie gesagt, Schule, Wissenschaft, Philosophie, das sind alles Dinge, die entstehen zu dieser Zeit, als diese Kraft der Jungfrau, diese Energie der Jungfrau sich realisiert hat. Ja. Selbsterkenntnis, das ist das, was erkenne dich selbst, das stand
Griechenland, als man die Orakelstätten ging, Apollo, ja, das Orakel von Delphi etc., stand das über dem Tod drüber, erkenne dich selbst. Das war für die Zeit schon was Neues, ja, schon was Neues. Da waren die Griechen ein wenig voraus. Also wenn die Jungfrau in der Menschheit oder in einem Volk sich bemerkbar macht, ja, oder andersrum gesagt, wenn in einem Volk die Krebs bemerkbar macht, dann hört es auf, ein Wandervolk zu sein, sondern es lässt sich nieder. So gesehen können wir jetzt sagen, aus dieser Perspektive können wir sehen, dass die Roma, wenn sie hin und her wandern, nie wirklich in diesen Krebs hineingekommen sind. Ja, aber, also was ich meine, ist, wenn die wenn der Krebs sich realisiert, wird der Mensch sesshaft, wird eine Kultur sesshaft. Fängt es dann an, Hierarchien auszubilden, die Kreativität, wenn die erwacht, und die Individualität, wenn Einzelne herausgehoben werden, wenn dann nicht mehr die Gemeinschaft im Vordergrund als solche steht, sondern weil wirklich Individualitäten auftreten und Macht, zu Machtgerängel es kommt, wo wirklich man sich reibt und zu Kriegen kommt. Als der Löwe in der Geschichte aktiv wird, kommt es auch wirklich zu Kriegen und Unterdrückung, Unterwerfung in der Geschichte. Ja, und wenn die Jungfrau emergiert in einem Volk oder einer Menschheit, dann treten Schulen auf, dann tritt das Verstandsvermögen auf, Wissenschaft. Erfindungen werden gemacht, nützliche Erfindungen werden gemacht, die dem Kollektiv dienen. Die nächste Stufe, meines Erachtens, ist, haben die natürlich Einzelne angekündigt, schon in vergangenen Jahrhunderten. Der erste große Geist, ja, denkt daran, dass die Waage in gewisser Weise die obere Hälfte einläutet, ja, die obere Hälfte einläutet. Ich hatte ja unten gesprochen, da baut sich ja eine Form auf, ja, die ersten sechs Zeichen, baut sich eine Form auf, die sechs oberen Zeichen, beginnt sich der Geist aufzubauen, und der große Geist, der die Waage als solches, auch wenn er natürlich viel noch mehr andere Kräfte realisiert hat, ist letztlich Jesus gewesen, der uns daran erinnert hat, vor Gott sind alle Menschen gleich. Da gibt es keinen Sklaven, da gibt es keinen Reichen, da gibt es keinen Farbigen, ja, hat er vielleicht nicht so genannt, das ist anachronistisch, ja, farbig die Unterscheidung, aber wurscht, ob du Jude bist oder nicht Jude bist, es ist wurscht, ob du, da ja, ging es ja um diesen jüdischen Aspekt auch, Jude oder Heide, aber letztlich ist wurscht, vor Gott sind alle Menschen gleich, wir sind alle Brüder und alle Menschen sind frei. Du brauchst keinem anderen Herrn dienen, außer Gott. Der ist dein Vater. Und dieses Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, diese drei Ideen brachte Jesus zur Erde in aller Schärfe. Sicher taucht es auch bei anderen, den einen oder anderen, auch auf. Ja, aber in dieser Deutlichkeit und Mächtigkeit dringt das. Ja, der Geist wird geboren. Wir kommen jetzt in die obere Hälfte hinein, in dieses Reich des Geistes. Christus verkündet das Reich Gottes auf Erden. Er leitet eine ganz neue Zeit ein. Und diese drei Ideen, das ist ja etwas, was dann in Europa im 18. Jahrhundert, die Amis waren da mit ziemlich zeitig voran, natürlich auch die Französische Revolution, aber auch Dänemark, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit waren ja die drei großen Begriffe, mit denen die Französische Revolution quasi ja losgetreten worden ist. Und das ist vage. Die Jungfrau, ich habe ein kritisches Vermögen, Denkvermögen, ich analysiere die Dinge und die Waage ist das, ich erkenne, dass es Gleichheiten gibt, ich erkenne, dass alle Menschen gleich sind. Ja? Das ist sowas, eine universelle Rationalität, die da geboren wird. Jungfrau ist eher das analytische, kritische Hinterfragen. Waage ist die nächste Stufe, sie erkennt, dass wir alle gleich sind. Deswegen wurde die Sklaverei abgeschafft. Als die Waage in der Menschheit emergierte, also aufstand. Sie erkannte ja, die Menschen erkannten, warum beute ich eigentlich Farbige aus? Das sind doch auch nur Menschen, das sind doch meine Brüder. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Und die Waage war da. Natürlich brauchte es noch einige Jahrhunderte, bis sie wirklich mehr oder weniger sich richtig fest in der europäischen, im abendländischen Kulturkreis niedergesetzt hat. Sie war oft in Gefahr. Ja? Da gab es einige Diktatoren, die das beseitigen wollten. Diese Vernunft,
orientierten Gesellschaften, Demokratien genannt, gab es ja einige, ja. Aber sag ich mal, seit 70, 80 Jahren ist die Menschheit zumindest im westlichen Abendland mehr oder weniger dauerhaft. Natürlich gibt es immer wieder mal, wenn da jetzt eine Katastrophe kommt oder ein großer Krieg kommt, wird es sicher auch mal außer Kraft gesetzt. Aber trotzdem kann man sagen, dass sie nie zu keinem anderen Zeitpunkt in der Geschichte, zumindest in der Geschichte, die wir hier in unseren Geschichtsbüchern feststellen können, ist die Waage so präsent, wie sie derzeit präsent ist. Weil die Grundrechte sind jedem Menschen eingeräumt. Auch wenn natürlich in den einzelnen Ländern dann man sagen kann, dort passt das nicht, dort passt das nicht. Aber du hast an und für sich erstmal nichts zu befürchten. Ja? Die menschliche Würde ist unantastbar. Und das ist eine Errungenschaft innerhalb der zigtausend Jahre, die wir ja durchlaufen haben. Ist das, was wir in den letzten 80 Jahren erlangt haben, sicher schon eine Errungenschaft. Andere Dinge sind natürlich vielleicht eingebüßt worden, die Verbindung zur Natur etc. Ja, aber das ist etwas, was wir auf jeden Fall jetzt auch korrigieren müssen. Ja? Und haben wir vom Widder bis zum Krebs den Weg zum Ich beschrieben, dann ist der Weg des Ich etwas, was wir eben vom Löwen zum Skorpion beschreiben, in diesem zweiten Drittel. Und das ist etwas, was wir eben jetzt hier, jetzt kommen wir in das vierte Zeichen. Wir haben hier den Weg des Ichs oder den Weg zum Ich. Ich wiederhole nochmal kurz. Widder wird was geboren, im Stier wird etwas gesichert, im Zwilling lernt es, es bedient sich der Sprache, es kommt zur Sprache, sage ich mal, es kommuniziert, es tauscht sich aus mit der Umwelt und es wird klüger, schlauer, es treibt Handel etc. Hier lässt es sich dann nieder, in gewisser Weise. Ja, ist der Weg zum Ich, dann irgendwann entsteht das Ich. Ja? Aus Sicht des Kleinkindes, ein Kind wird geboren, ein Kind liegt auf dem Rücken und wird immer dicker, sag ich mal, und genährter und fängt an so ein bisschen zu brabbeln, sag ich mal. Und dann kommt es schon im Zwilling, wenn es anfängt, die Arme zu benutzen und so alles so anzuschauen, die Schränke aufzuziehen, ach, was ist denn da drin? Neugierde ist ein Grundtrieb, es ist keine Eigenschaft, es ist ein Grundtrieb im Menschen, Neugierde. Und es fängt an zu sprechen, zu kommunizieren in gewisser Weise. Und dann im Krebs reift es, es beginnt eine Identität auszubilden, in gewisser Weise. Ja. Es fängt sich an, dieses Lernen tritt in eine neue Phase. Es beginnt wirklich auch Schwierigkeiten zu meistern, Probleme zu lösen im Umgang mit anderen. Und irgendwann sagt das Kind Ich zu sich selbst. Erst sagt es immer, jetzt wo ich vielleicht noch 35, nee, ich bin jetzt 37, sagen wir mal 33 Jahre jünger war, so mit 4 oder 5. Wenn die Mama mich fragt, na, was habt ihr gemacht? Hobby und Papa waren Eis essen. Und wenn das aber zum Löwen gekommen ist, wenn das Ich erwacht ist, sagt der kleine Hobby nicht mehr Hobby und Papa waren Eis essen, sondern ich und Papa waren Eis essen. Ja? Und wenn der Mensch anfängt, Ich zu sagen, wenn es von seinem Ich, von seiner Individualität ergriffen wird, wenn es sich auf seine Individualität stellt, ist eine fulminante Revolution, evolutionärer Schritt, der dann im Menschen stattfindet, kommt es in das zweite Zeitalter, in die zweite Dreiheit. Und das, ab jetzt beginnt der Weg des Ichs. Hier ist der Weg zum Ich abgeschlossen, hier beginnt der Weg zum Ich. Und hier haben wir die Individualität. Danach fängt es an, sich kritisch zu überprüfen, Selbstreflexion. Ich kann ja doch nicht so viel, wie ich dachte. Wenn jemand im Löwen drin ist, ein Kleinkind, macht erst mal, schafft das alles, ich krieg das schon alles hin. Irgendwann mal kriegt es mit, dass es doch nicht so kam. Und es fängt an, sich zu reflektieren. Und dann kommt der Schritt, dass es anfängt, vernünftig zu werden. Es fängt an, die Menschen gleich zu behandeln, sag ich mal. Es wird einfach vernünftig. Ja? Es wird der Bürger, den sich jeder Staat wünscht. Ein Vernunftbegabten, der seinen Verstand richtig gebraucht und ja, moralisch handelt, in gewisser Weise. Weil es auf Harmonie aus ist. Alle Menschen sind gleich, alle sollen gleich behandelt werden, alle Teile sind gleichgewichtig, es wird eine Harmonie hergestellt. Ja, und dann im Skorpion, das ist ja der Skorpion, für alle, die ein wenig Astrologie kennen, Astrologie sich beschäftigt haben schon, ich denke, ihr wisst ja, der Skorpion wird ja auch mit dem Thema Tod konfrontiert, ja. Aber wer was sterben soll, ist es ich. Vom Löwen bis zum Skorpion geht der Weg des Ich.
Im Löwen wird es geboren, in der Jungfrau reflektiert es sich, in der Waage wird es vernünftig, im Sinne, dass es eben allen Menschen gegenüber offen und fair ist, weil sie als Brüder achtet. Im Skorpion stirbt dieser Ich-Anteil, der mich noch daran hindert, dass ich auch wirklich der Liebe folge. Im Skorpion findet die Umwandlung statt. Im Skorpion findet die Transformation statt. Da ist eben das Ende des Selbstbewusstseins erlangt. Das Selbstbewusstsein kann sich als solches nicht mehr entfalten. Es ist kreativ geboren worden, es ist kreativ Löwe, es hat sich reflektiert, es hat gelernt, vernünftig, universal, harmonisch zu sein. Und es gewinnt im Skorpion an Tiefe. Es will noch mehr, aber es geht nicht mehr. Und was entsteht? Es soll die Liebe hineinkommen. Skorpion ist das Zeichen der Transformation, ist das Zeichen der Verwandlung, ist das Zeichen, wo wir mit unserem Schatten konfrontiert werden, ja? Wo wir wirklich mit unserem Schatten konfrontiert werden. Live nachzuvollziehen auf meinem Kanal. Die Transformation. Seit über drei Jahren läuft da Big Brother mit. Konfrontiert werden und der tut manchmal verdammt weh, dieser Schatten. Und wir bekämpfen den so lange in der Außenwelt, bis wir erkennen, dass wir eigentlich selbst da in uns was ist. Dass das Böse in uns ist. Dass der Antichrist in uns ist. Und wenn wir das erkennen, ja, dann überwinden wir die Krise, dann überwinden wir das Leid, dann überwinden wir die Krankheit, dann überwinden wir die Kriege, dann überwinden wir die Konflikte in der Welt, wie sie jetzt da sind. Und wir entscheiden uns für die Liebe. Wir überwinden das Ich, wir überwinden das Ich-fixierte Bewusstsein, sondern wir schauen nicht mehr, was für mich gut ist, wir schauen mal, was für alle gut ist. Ich bin ja Teil des Ganzen. Kommen wir nochmal ganz kurz, weil sich das gerade eben anbietet, auf Fiore zurück. Ja? Er sprach davon, es gibt ein Zeitalter des Vaters. Wenn wir mal reinschauen in diese Religion, bis sie sesshaft werden oder auch nach der Sesshaftwerdung, da gibt es natürlich unterschiedlichste Religionen. Ich will da gar nicht so reingehen, ja, in diese Religion. Aber im Großen und Ganzen gibt es einen Gott und der Gott ist heilig. Und als das Judentum, die Monotheistischen dann entstanden, da gab es den einen Gott, das Zeitalter des Vaters, der Gott ist heilig. Irgendwann dann, mit Christus, kann man es genauer beziffern, dann begann eben das Zeitalter des Zweiten. Das zweite Zeitalter, das Zeitalter des Sohnes aus Sicht von Fiore oder aus Sicht des Christentums. Da sind eben einige wenige heilig geworden, die eben auf Christus wegen gewandelt sind, die seinen Ideen gefolgt sind, seinen Geboten gefolgt sind. Alles Brüder. Und bevor, und das ist ja das, worauf die Christen alle warten, Christus wiederkommt und mit ihm das Gericht und mit ihm das dritte und letzte, das goldene Zeitalter eingeleitet wird, kommt der Antichrist wieder. Bevor das dritte Zeitalter des Heiligen Geistes wiederkehrt, bevor Christus wiederkommt, ist dann Christus in Form von einem Mädchen, kommt der Antichrist und versucht uns. Oder von einer Frau. Und es werden Katastrophen in jeglicher Form in Folge in der Menschheit auftauchen. Katrin. Sodass wir sagen können, Skorpion ist der Antichrist. Nur? Der Antichrist geht dem dritten Zeitalter voraus, ja? Er geht dem dritten Zeitalter voraus. Er kommt vor dem dritten Zeitalter. Er ist also im Skorpion, das Dunkle, ja, das Böse. Ja, das wir in der Außenwelt versuchen zu bekämpfen. Ich musste sie alle kennen. Werden wir erst besiegen, wenn wir erkennen, dass der Antichrist ja in uns ist. Was, jeder von euch ist ein DJ? Wenn wir das schnallen, cool, wenn wir das realisieren, cool, wenn wir an unserem Schatten arbeiten, wenn wir das Böse in uns, das Böse drückt sich darin aus, dass wir etwas für uns haben wollen. Wurscht, wie es den anderen geht. Ich muss da irgendwie leben. Ich muss schauen, dass ich meine Brötchen habe. Ja, habe ich halt 3, 4 mehr, wurscht. Aber ich bin sicher, ja. Wenn wir das Böse in uns, wenn wir uns dem stellen, wenn wir das besiegen, beginnt für dich persönlich dein drittes Zeitalter des Heiligen Geistes. Dann wird die Christusnatur in dir wiedergeboren. Dann wird der Christus in dir aufstehen. Wenn es dir gelingt, den Antichristen in dir zu besiegen. Wenn es ich habe
Ich habe mal irgendwo gelesen, dass der Typ, ja, der Jesus, dass der den Leuten einfach nur geholfen hat, sie selbst zu sein, oder? Der hat in den Menschen gesehen, was da drin steckt und was die eigentlich sein wollen. Könnten oder so. Der hat ihnen sogar ihr Selbstvertrauen zurückgegeben. Mehr nicht. Und wo, ja? Wo? Wenn ich auf der Tanzfläche komme, auf Selbstvertrauen an. Nicht wahr? Sonst fällst du ja um oder rempelst irgendwie einen an. Aber Augen zu, ja? Nicht in Köln auf dem Konzert von Muse, wo du nur angerempelt wirst, wo da fünf Mädchen feiern und die drumherum glotzen uns dem nicht an, nur weil wir die Vorband auch gut finden und auch nur deshalb auch dahin gefahren sind. Cave in, ja? Wir wollen jetzt nicht Spaß haben sehen, weil wir können keinen Spaß haben. Wir haben für Muse bezahlt und wir wollen gefälligst nur Muse sehen. Wir wollen nicht Cave in sehen. Schon gar nicht wollen wir so eine Ossi-Wessi-Ossi-Gören hier, die extra aus Halle nach Köln gereist sind, ja, die hier Spaß haben sehen, ja? Nee, das geht nicht. So viel zu Köln. Meinerseits. Dir gelingt die satanischen Einflüsterungen, die bösen Gedanken, wie auch immer, die dich zur Absonderung führen, wenn es dir gelingt, diese Dinger zu beseitigen. Also quasi, wir leben jetzt in der Endzeit. Wir leben jetzt in der Endzeit. Die Endzeit ist etwas, was dem Zeitalter des Heiligen Geistes vorausgeht. Und wenn wir das schaffen, steigen wir auf. Weil denk daran, ja? Skorpion, aus dem Kreis wird die Spirale. Der Aufstieg erfolgt in dem Moment, in dem du dich für die Liebe entscheidest, aus tiefstem Herzen heraus und aus der Liebe heraus handelst und den Versuchungen widerstehst, mit denen du immer wieder konfrontiert wirst. Ja? Deswegen, Schütze hat eine unheimlich starke Verbindung zu Jesus Christus. Je mehr du vom Schützen geprägt bist, empfehle ich dir, dich mal näher mit Jesus Christus zu beschäftigen, weil sehr viele Schützen auf der Erde für Jesus Christus zur Erde gekommen sind, um seine Ideen zu verbreiten. Weil Schütze ist drittes Feuer. Es ist der Idealist, der die neuen Ideen quasi bringt. Ja? Im Widder wird das Leben geboren. Im Löwen wird das Ich geboren. Im Schützen wird das höhere Selbst geboren. Das höhere Selbst geboren. Und du erkennst, ob du bereits im Schützen bist, wenn du die Krisen gemeistert hast. Wenn du diesen tiefen Prozess der Erleuchtung so weit durch bist, dass du den Ideen folgst, die dieser Mann, Gott, wie auch immer, uns gebracht hat. Jesus, ja? Und das ist Christus. Wir müssen das mal umdrehen. Wie so ein Vorfahrtsschild. Ist der Weg. Deswegen, ja? Sprechen wir auch vom Schützen. Schütze ist der Weg. Schütze ist die Philosophie, der du folgst. Christus ist der Weg. Und wenn das heilige Zeitalter oder das heilige Zeitalter für dich anfängt, oder wenn es sogar im Kollektiv anfängt, wo wir wirklich eine Chance haben, dass das emergiert, weil der Skorpion, schaut mal rein, hier geht es ja Krise hier, Krieg da, Konflikt dort, ja, Transformation da, Sexualität, alles was Skorpion ist, tiefe Verwandlung, Geistigkeit etc. Die ganzen Skorpion-Themen, die sind ja jetzt so vordergründig. Und alle leiden sie, alle haben sie Probleme, mehr oder weniger. Irgendwo Krise ist ja globales Phänomen. Quasi, wir haben eine riesen Chance. Skorpion ist auch der Tod quasi. Der Kreis kann unten bleiben. Er muss sich nicht zur Spirale heben. Er kann nur auf dem niederen Level bleiben. Und man stirbt und es fängt wieder von vorn an. Andere Kulturen sind an diesem Moment, in dem wir jetzt gerade leben, zerbrochen. Und der Kreis hat sich geschlossen und sie sind verschwunden. Sie sind gestorben. Deswegen Skorpion auch tot. Weil sich hier es entscheidet. Kannst du den Antichristen in dir besiegen, das Satanische, das Dunkle? Oder entscheidest du dich mal für die Gemeinschaft, für die Liebe? Und je mehr Menschen das machen, wird das Zeitalter des Heiligen Geistes eingeläutet. Und woran erkennst du das, was du für dich eingeläutet hast? Wenn du den zentralen Gedanken, das göttliche Gebot oder die drei Gebote von Christus befolgst. Und er sagte, liebe Gott,
Liebe den Herrn, das ist das höchste Gebot, ja? Das höchste Gebot steht oben in 3. Und das zweite Gebot lautet, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Aber das zweite Gebot, sagt Christus, steht dem anderen in nichts nach. Einerseits sagt er, liebe den Vater ist das höchste Gebot, andererseits sagt er, ist aber genauso gewichtig wie das zweite Gebot, was da lautet, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Quasi. Und dann können wir auch diese drei Formen der Liebe einfach mal von mir eine Idee so hineinsetzen, wie ihr das links hier seht. Ja? Im ersten Dreieck geht es um die Entwicklung von Selbstliebe. Ja? Das endet dann, als der Mensch sein Ich dann gefunden hat, sein Ego. Das zweite Dreieck ist dann die Nächstenliebe. Hier geht es darum, sich zu läutern, zu erkennen, Mensch, Peter und Paula, wir sind ja alles gleich, teilen wir doch das Ganze, ja? Und dann soll die Gottesliebe reinkommen. Und deswegen, Skorpion ist das Zeichen, wo wir uns für Gott entscheiden. Und wenn du von der Skorpionkraft geprägt bist und wenn du immer wieder Krisen hast und wenn du sagst, Mensch, wann komme ich denn endlich mal aus dem Kreis heraus? Ist ja immer wieder das Gleiche. Immer wieder holt mich meine Vergangenheit ein. Immer wieder Leid, immer wieder Probleme. Lymphen, ist in Schwung bringen. Was ist los, Mensch? Warum geht's denn nicht Tanzen. Mal so los wie bei anderen? Hüpfen. Entscheide dich für Ring. Gott. Entscheide dich für die Liebe. Tanzen. Entscheide dich für das Licht. Folge Christus Idee, der eben gesagt hat, der Weg ist die Liebe. Die Liebe ist der Weg. Natürlich sind auch eine Vielzahl anderer großer Geister, die dann Ähnliches verkündet haben. Aber Christus hat es als erster so auf den Punkt gebracht. Das war Christel. Und klar, ganz einfach, ohne groß rumzureden. Worum geht's? Der Antichrist. Willst du zurück? Marie. Nach Hause? Ins Heim? In den Himmel? Willst du aufsteigen? Willst du ins goldene Zeitalter zurück? Wie auch immer wir das nennen wollen. Ja? Dann liebe den Vater und liebe den Nächsten wie dich selbst. Und dann ist alles geritzt. Ich versuch's doch. Lass mich ja nicht. Ja, einfache Anleitung. Ist natürlich. Die wollen meine Liebe nicht. Brauchst ein bisschen Arbeit, ja. Mit Liebe, wo schön. Dass wir das auch schaffen. Aber die Klarheit ist da. Und wenn wir das erkennen. Hilfe! Sie bringt uns Liebe! Erschießt ihn! Wie gesagt, meine Lieben, wenn ihr jetzt schaut, ich habe da den Aszendent, da die Sonne, ist wurscht. Ich habe hier einfach Kräfte beschrieben. Es geht hier um uns alle. Auch wenn du Widder bist oder Stier bist oder Wassermann oder Fische bist. Wir werden alle, stehen wir momentan, haben wir gerade an diesem Skorpion zu knabbern. Ja. Wir müssen uns lernen, selbst zu überwinden. An mir. Wir müssen lernen, aus der Liebe, aus dem Herzen heraus zu handeln. Ja. Eben um auf uns verzichten, auch mal für den anderen was zu opfern, mehr oder weniger. Selbst überwinden. Spaß haben. Ich muss mich natürlich, da nehme ich mich in keinster Weise darauf aus, ich tue mich da genauso schwer wie ihr. Weil Skorpion ist die Leute immer wieder ins auf den Docht kriegen, bis man sich immer mehr und mehr ausrichtet auf ein einfaches Leben, auf ein Leben der Liebe. Die Liebe ist das Einzige, was wirklich Bedeutung hat, letztlich. Es ist wurscht, wie viel Geld du auf dem Konto hast. Es ist wurscht, wie viel Erfolg du hast. Es ist wurscht, wie viele Menschen du letztlich... Du sollst nicht hassen, du sollst lieben. Wenn das alles nicht in der Liebe gründet, dann zählt das eh alles nicht. Weil dein Leben wird allein danach bemessen. Du bekommst nur Zugang zum dritten Zeitalter. Du bekommst nur Zugang zum Schützen. Du bekommst nur Zugang zur Spirale. Du kommst nur aus dem Hamsterrad raus. Zugang zur Spirale. Wenn du dich für die Liebe entscheidest. Und ich meine hier nicht die Liebe, dass ich jetzt meine Liebste, in meinem Fall die Conny, dann einen schönen Abend verbringe und schaue, dass es ihr gut geht. Sicher ist es nicht verkehrt. Ich rede aber von der Liebe, wie ich meinen Nächsten gegenüber trete. Dir. Oder wenn ich aus der Tür rausgehe, meinem Nachbarn. Oder wenn da ein Mensch entgegenkommt, der nichts zu essen hat und mich fragt nach einem Euro, ob er den kriegen kann. Da entscheidet sich's. Folge ich der Liebe? Ja, sicher, kannst du haben. Oder folge ich mir? Nee, ich habe kein Geld, geh doch mal arbeiten. Ja? Das ist das, was Christus sagt. Du willst einen Euro? Hier hast du 10. Das ist Liebe. Das Gefühl zu haben, dass man zum Glück der anderen beiträgt.
Und es ist letztlich wurscht, wo Aszendent, Sonne und etc. steht. Wir alle haben den Skorpion zu realisieren und den Schützen zu entscheiden. Wenn ihr alles im Skorpion stehen habt, dann ist es einfach, dass der Mensch besonders auf dieser Stufe schon seit einigen Inkarnationen verhadert. Ja. Zum Beispiel. Na gut, ja, was das für individuell für dich bedeutet, da muss man immer auf das individuelle Horoskop mal schauen, aber prinzipiell ist es so, dass der Skorpion meines Erachtens ganz klar sichtbar wird. Und er wird in den nächsten Jahren, das sagen ja die Engel auch immer wieder, in den Botschaften von Conny liest, etc., ist es eben ganz wichtig, eben sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, etc. Und ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt, ich sehe auch verstärkt Endzeitbotschaften, Endzeitpropheten. Die Christen belächeln die neuen Endzeitpropheten, andere sagen, diese Spinner, was sollen die da, ist alles christlich. Da ist mehr dran, als wir dem glauben. Achtet einfach mal auf die Zeichen. Achtet einfach darauf. Wenn ihr einfach mal für euch überlegt, in den letzten 10 Jahren, wie hat sich dein Leben, wie hat sich das Leben der Menschheit verändert? Schon allein die Natur, ja? Die Natur. Ich kenne das so, ich bin jetzt 37 Jahre alt, ich hatte in meiner Heimatstadt nie mit Hochwasser, ich habe das nie erlebt. Das erste Mal 2002 und dann kam es richtig gewaltig. Und jetzt 2013, nur 10 Jahre später, genau das gleiche schon wieder. Also sprich, da hat eine Veränderung stattgefunden. Mensch, Robby. Die Endzeit ist real. Wir stehen in der Endzeit, wir stehen im Skorpion. Und es wird immer mehr zunehmen. Ich will keine Angst machen, weil es geht nicht darum, mir Ängste zu schüren, sondern die Zeichen zu erkennen, um zu erkennen, was los ist. Damit sich das atlantische Phänomen nicht nochmal in einer solchen Art und Weise realisiert. Worum es mir geht? Mensch, mach doch was draus. Wir haben eine Riesenchance. Die Zeit ist gekommen. Die Zeit ist gekommen, wo wir wirklich in das neue Zeitalter eintreten können. Wenn wir es nicht schaffen, verschwinden wir einfach mehr oder weniger. Oder rutschen mehr oder weniger in die Bedeutungslosigkeit hinab. Indem die Probleme, die da sind, vielleicht mehr werden, stärker werden, wie auch immer. Wenn wir es aber schaffen, da ist die Chance eben da. Dann, ja, dann ist es ja schön. Dann ist es wunderbar. Dann erfüllt sich die Geschichte, dann erfüllt sich das, was die Propheten eben sagen. Und ihr braucht einfach mal schauen. Es sind einige im Internet, auf YouTube, ich habe da einige entdeckt, die genau das sagen, dass in der nächsten Zeit die Kriege, die Katastrophen, sei es politisch, sei es eben auf der menschlichen, humanen Ebene, dass sie zunehmen werden, sei es aber auch, die Natur wehrt sich immer mehr. Das ist eben nicht, dass sie uns ärgern will, wie auch immer, nee, das ist die Endzeit. Es geht eben darum, eine neue Stufe zu betreten. Wir haben die Erde jetzt eine ganze Zeit lang ausgebeutet, einen Untertan gemacht. Als wir in Löwen eingetreten sind, haben wir gesagt, ich bin mir der Nächste. Als wir die Jungfrau entdeckt haben und so richtig die Wissenschaft durchdrungen haben, da kamen solche Denker wie Bacon und sagten, die Natur machen wir untertan, die muss uns gehorchen, nicht mit der Natur. Wir stellen uns über die Natur. Wir beuten die Natur aus, holen alles eben raus. Mir da wurscht, wie es der Natur dann geht. Hauptsache, ich lebe. Und das ist eben der Preis insofern, dass es eben diese Gleichgewichte, dass da was aus der Kontrolle geraten ist. Dass wir eben unser Ich zu sehr über das alles gestellt haben. Die dunkle Seite ist hervorgetreten in uns Menschen. Der Antichrist, der Satan, egal ob er jetzt gibt oder nicht gibt, ich denke, dass es ihn ja gibt als solche Realität, aber es ist ja wurscht, was Dunkles hat sich auf jeden Fall im Kollektiv sichtbar gemacht, denke ich, oder? Oder wie kann es sein, dass 20% der Menschheit auf Kosten 80% der Menschheit leben? Ist das wirklich? Folgen wir wirklich den Gedanken, dass alle Menschen gleich sind, dass alle Menschen gleich viel haben dürfen? Oder gibt es da doch was, wo wir eben dann doch mehr daran interessiert sind, dass es Hauptsache mir gut geht? Ja. Das sind alles Dinge, wo wir uns Gedanken machen drüber sollten und im Kleinen jetzt verändern uns dürfen. Und das fängt einfach da an, wie gehst du mit deinem Nächsten um? Was tust du für die anderen im Sinne von, wenn du was gibst, denkst du daran, dass du erstmal Geld brauchst und dein Unterhalt gesichert ist? Oder ist es wirklich nur aus der Liebe heraus? Du weißt, alles ist eins. Ich werde eh versorgt. Ich krieg eh alles zurück, was ich gebe. Ich brauche mir keine Gedanken machen. Ich bin im Vertrauen. Das soll nicht heißen, dass du jetzt dein Haus aufgibst und weißt, der kommt schon irgendwie zurück. Das meine ich nicht. Ich meine einfach, dass du
Nicht, wo du dann denkst, okay, ich muss jetzt Geld verdienen, deswegen gehe ich arbeiten, Hauptsache ich kriege meine Kohle, ja, wird schon gehen, ah, sieht gut aus, es kommt super, am Monatsende, ich habe alles wieder drin. Sondern ich denke da gar nicht dran, ich gebe einfach, ich mache, ich diene, ich mache, was ich kann. Ich liebe dich, deswegen möchte ich dir weiterhelfen. Ja, du bist Mensch wie ich. Und dieses Form der Nächstenliebe, die darf eben sich jetzt im Skorpion immer mehr und mehr entwickeln, zu einem Abschluss kommen. Insofern denke ich, dass wir alle viele Chancen haben, damit sich eben Atlantis nicht wiederholt und die ganze Sache untergeht. Weil alle Kulturen, alle Hochkulturen, auch die eben nicht dokumentiert waren in der Geschichte. Da gibt es Lemurien, Atlantis, es gibt sicher noch viele andere, von denen wir nichts wissen. Das sagen ja die Engel immer wieder. Da gibt es einige. Ihr Menschheit wisst eigentlich gar nichts, was auf Erden abgegangen ist bis dato. Das, was ihr für die Geschichte hält, ist nur die Spitze des Eisbergs. Hier sind noch ganz andere Geschichten abgelaufen, die, wenn wir es euch jetzt erzählen würden, ihr für unvorstellbar halten würdet. Ja? Wenn ihr da ein bisschen auf YouTube schaust, da gibt es voll davon. Da gibt es Dokumente in Japan von Hochkulturen, die schätzen sie zurück auf mindestens 10.000 Jahre vor Christus. Die waren ja fast so hoch wie wir. Also ich will da jetzt auch gar nicht zu weit ausholen. Wenn dich solche Dinge interessieren, dann schau einfach mal vorbei auf Facebook im Zeichen des Skorpions, Aufklärung für das dritte Zeitalter. Habe ich meine Seite erstmal nur für Facebook, weil sich das für mich am einfachsten technisch realisieren lässt, wo ich einfach ein bisschen mal aufklären will, wie es war, wie es ist, was es für Chancen gibt, was wird genau diese Themen, die ich jetzt angesprochen habe, sei es Geschichte, sei es Philosophie, Religion, ich habe so viele Facetten hier einfließen lassen, immer wieder mal das eine oder andere erwähnen, damit wir einfach uns bewusst machen, was wir für eine Riesenchance haben. Aber das ist aber auch auf Messerschneide stehen, weil Atlantis hat es nicht geschafft. Sie sind untergegangen, weil sie eben ihre Macht missbraucht haben. Und dass wir untergehen können, ich denke, das brauchen wir nie extra formulieren, dass wir mittlerweile so viele Atombomben haben. Wenn wir da mal eine anfängt zu zünden, ich glaube 40 oder 50 Mal, wenn alle gezündet werden würden, würden wir 40 oder 50 Mal, wir haben so eine Sprengkraft, um 40 oder 50 Erden zu vernichten. Also insofern, das, wo die Atlantier eben gescheitert sind, das ist sehr, sehr nah an uns dran. Im Sinne von, das kann jederzeit wieder geschehen. Das kann mit einmal ruckzuck gehen. Ruckzuck. Ja. Und je mehr du aber anfängst, dich für die Liebe zu entscheiden, machst du einen Riesenschritt. Wo, wenn es für dich ein kleiner Schritt ist, es ist ein Riesenschritt, den du für andere mit einleitest. Weil je mehr sich einige wenige für die Liebe entscheiden, desto mehr bauen die ein Feld auf, wo alle dann mehr oder weniger davon profitieren werden. Also sprich, jede Stimme zählt. Wenn du anfängst, dann hast du nicht nur eine Stimme, sondern die ist viel, viel stärker gewichtet. Weil du baust ein Feld der Liebe auf, die dein ganzes Familie, die dein ganzes Haus, deine ganze Straße, vielleicht kommt drauf an, wie sehr du in der Liebe bist, bestenfalls ja fast dein ganzes Bundesland oder Land dann einhüllen kann, von der Energie her. Ja? Und wenn dann ein paar mitmachen, die sich mitreißen, einfach lassen, dann kann das eine unheimlich starke Kraft gewinnen. So eine Kettenreaktion. Ja? Da gibt es ja wissenschaftliche Nachweise, wo wirklich Wissenschaftler, die offen sind für Spiritualität, eben festgestellt haben, wenn in New York zu einer bestimmten Zeit 50 Leute oder 30 Leute, ich weiß jetzt nicht mehr genau, es waren nicht so viele, sagen wir einfach 30, ja, eine Meditation gemacht haben über die Liebe, dass zu dieser Zeit nachweislich die Kriminalität um 50% zurückgegangen ist. Was ist es, wenn es 100 oder 150 oder 200 Leute machen? Wie friedlich wird dann New York zu dieser Zeit? Was ist, wenn die sich absprechen? Okay, ihr macht eine Stunde, dann machen wir eine Stunde und dann die dritte Gruppe danach. Mensch, was kann dann mit New York passieren? Und was mit New York möglich ist, das kann mit unseren Städten und Gegenden genauso geschehen. Deswegen, jede Stimme zählt. Du bist nicht allein und deine Stimme ist nicht einfach.
im Sinne von, dass sie nur als eine zählt. Wenn du anfängst, baust du so eine Kraft auf, als würden zig Menschen das tun. Weil eben eine große Lichterschar auch mit dir zusammenwirkt. Du bist ein Engel auf Erden. In dem Sinn, dass wenn du Engelarbeit machst, dich andere Engel der Liebe mit dir verbinden und dir helfen. Okay, meine Lieben, ich bin jetzt ans Ende gekommen. Ich habe es ja leicht überzogen. Ich denke, es ist nicht so schlimm, ja? Natürlich gibt es da noch viel mehr zu erzählen darüber und da kann man natürlich auch das Ganze aus anderen Aspekten betrachten. Das werden wir sicher an anderer Stelle nochmal wiederholen. Mich freut es, dass ihr alle dabei wart. Ja, und wie gesagt, schaut auf Facebook. Ich werde da in Zukunft auch viele, da gibt es Berichte zum Beispiel, was wir in unseren Nachrichten gar nicht wissen, was in der Welt momentan losgeht. Wie viele Umweltkatastrophen es gibt. Die werden uns einfach verheimlicht. Da gibt es in YouTube-Videos. Ich werde die heute gleich mal im Anschluss der Sendung auf posten da Zeichen des Skorpions, schaut da einfach mal, das ist meine neue Seite. Und da werde ich künftig immer wieder mal Sachen da hinstellen. Ja, wie gesagt, aus verschiedenen Interessen heraus. Und da habe ich gestaunt, das, was die in China für Probleme derzeit haben. Da ist ja das Elbhochwasser, was wir hatten, ja eigentlich gar nicht so stark gewesen. Ne? Also, das wird aber nicht so dargestellt, weil sie eben die Medien schon eine gewisse Macht haben und da bewusst was zurückhalten, ja? Die Endzeit ist im Gange. Und du kannst sie für dich beenden. Weil die Wiederkunft Christus für dich geschieht, indem du dich für Christus entscheidest und die Christusnatur, die Liebe in dir gebärst. Okay. Für alle, die zu spät gekommen sind, das Video wird natürlich gepostet, auch auf dieser Seite, auch auf meinem YouTube-Kanal und natürlich kannst du das anschauen Herz, das kenne auf ich. EduDip, Das Herz kenne ich. indem du einfach in die Veranstaltung reingehst und dir das Video anschaust. Ja, in diesem Sinne sage ich mal einen schönen Abend und ich danke, dass ihr zugeschaltet habt und wie gesagt, für mich ist es eh ein spannendes Thema. Es ist genau meine Geschichte. In diesem Sinne werdet ihr sicher noch einiges hören. Vor allen Dingen natürlich die, die meinen Astrologiekurs machen. Da werde ich ja immer wieder solche Dinge einstreuen. Insofern, wir haben eine Riesenchance. Das dritte Zeitalter, das ist noch nicht Realität, aber es ist große Chance, dass du es für dich realisierst und dadurch es auch mit dem Pionier wirst, der es einleitet. Vielleicht dauert es ein bisschen länger, vielleicht geht es schneller. Wir wissen es nicht. Ja? Du kannst das Ganze abkürzen, indem du dem Dunklen keinen Raum mehr in dir gibst. Aber wisse, wenn du den Dunklen mal unterliegst, ist nicht tragisch in dem Sinn, sondern mach einfach weiter. Wenn du es mitkriegst, steh einfach auf und geh weiter. Wir alle dürfen straucheln. Verlieren tun wir nur, wenn wir liegen bleiben. Wenn du wieder aufstehst, geht es einfach weiter. Und achte einfach auf die Zeichen. Ich denke, das wird noch in der nächsten Zeit stärker werden. Einfach nur als Erinnerung. Jetzt ist es wichtig, dass du aufwachst und weitergehst. Niemand will dir Angst einjagen. Es ist einfach notwendig. Das ist einfach gehört zum Prozess dazu, der auf Erden stattfindet. Der ist schon in den Sternen. Das habe ich ja versucht aufzuzeigen. Steht das drin? Quasi. Es muss so sein. Es ist der Plan. Christus sprach davon, viele andere sprachen davon, auch die Asiaten sprechen davon, auf ihre Art und Weise, mit ihrer Bildsymbolik. Ja, aber wenn wir die genauer durchleuchten, sagen die was Ähnliches. Und das ist auf jeden Fall sehr spannend. Insofern, wenn die Zeichen stärker werden, was ist das Entscheidende? Finde zu Gott zurück. Entscheide dich für die Liebe. Dann kann dir gar nichts passieren. Dann hast du den Frieden in dir. Und egal, was da draußen geschieht, ob es leicht wird oder doch nicht so leicht, ja, ist ja wurscht. Du hast den Frieden in dir, du strahlst den Frieden aus dir aus und sendest ihn aus. Du bist ein Bote Christus, ein göttlicher Bote, ein Engel auf Erden, ein
Lichtarbeiter. In diesem Sinne ist es wichtig, lasse deiner Liebe Handlungen folgen. Was nützt die Liebe in deinem Herzen, wenn keine Handlung aus deinem Herzen entspringt? In diesem Sinne, teile deine Liebe, habe einen schönen Abend. Bis bald, ja? Die nächsten Sendungen, die werde ich per E-Mail wieder ankündigen. Dann, ich denke, nächste Woche werden da einige kommen. Aber ihr braucht einfach die E-Mails oder Facebook mal nachschauen. Ihr verpasst dann nichts. Oder ihr schaut einfach mal hier in der Veranstaltung nach bei EduDip. Wie gesagt, ich stelle sie immer 2-3 Tage vorher dann rein. Vielen Dank, schönen Abend, bis bald. Alles Liebe. Ciao.